Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Wochendekoration. Diesmal etwas früher. Ich habe gerade eben erst die Wochendeko für diese Woche hochgeladen und es ist Freitag. Und bevor ich jetzt am Wochenende vielleicht doch wieder keine Zeit habe oder es irgendwie verpenne, habe ich mir gedacht, ich mache die Wochendeko jetzt schon, dann habe ich sie weg, wenn man es so möchte. Es klingt doof, aber ja. Diesmal habe ich mir etwas ganz anderes überlegt. Die letzte Woche war ja so Harry Potter angehaucht und dieses Mal möchte ich in eine etwas andere Richtung gehen und zwar ein bisschen Rainy Days. Momentan ist das Wetter immer so regnerisch grau und es ist halt richtig Herbst geworden im Moment und da habe ich mir gedacht, ich passe meine Wochendeko einfach mal entsprechend an. Ich habe mir gerade eben erst neue Sticker ausgedruckt und so sehen die aus. Ein paar Regenwolken habe ich dazu, ein paar Regenschirme, Regentropfen, ein paar Blumengummistiefel und so weiter. Die werde ich vielleicht komplett, vielleicht auch nicht komplett, mal gucken, irgendwie einsetzen in der Wochendeko. Und passend dazu habe ich mir schon ein paar Washis rausgelegt. Einmal so ein etwas dunkleres Blau mit Punkten drauf, ein helleres Blau mit Punkten, da weiß ich aber noch nicht, ob ich es tatsächlich dabei belasse. Wobei ich gerade sehe, dass ich noch dieses Washi-Tape hier habe mit so Wölkchen und Herzchen, wobei die Herzchen da leider nicht ganz so reinpassen. Mal gucken, ob ich das dann tatsächlich nehme. Auf jeden Fall habe ich hier noch eins, ich glaube, das war mal von Chibo. Eins mit Wolken drauf. Ich glaube, das passt dann fast schon wieder ein bisschen besser. Das Einzige, was mir da nicht gefällt, ist, dass das Muster von oben nach unten geht und nicht von rechts nach links. Das macht es fast wieder ein bisschen schwierig. Aber das bekommen wir schon irgendwie hin. Dazu habe ich mir noch ein paar schmale Washi-Tapes rausgelegt. Die werde ich einsetzen oder nicht. Das muss ich mal gucken. Welches davon ich genau benutze. Auf jeden Fall irgendwas Blaues, vielleicht auch so ein bisschen Grün, Gelb, Rot in die Richtung. Aber ja, ich hätte gesagt, wir starten jetzt einfach mal los. Dazu holen wir uns mal die Woche aus dem Kalender. So schaut die aktuelle Woche übrigens aus. Wie gesagt, es ist Freitag, es fehlt noch ein bisschen was. Ich habe halt gut was eingetragen noch in die Woche. Und ja, dann wäre das die nächste Woche. Die vom 28. bis 4. Die legen wir zur Seite. Die Schneidematte, das übliche. So. Und mal wieder bin ich irgendwie doch total planlos, wie ich das Ganze jetzt dekoriere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ziemlich erstaunt darüber, wie gut die Wochendekos werden, seit ich das Ganze filme. Normalerweise bin ich immer total planlos und habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt wie dekoriere, wo ich welches Tape hinsetzen will. Ich mache das einfach und zum Schluss gefällt es mir und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. ich glaube, das Dunkle würde ich fast unten hinsetzen und das etwas Hellere würde ich nach oben verfrachten. Das Regenwolkentape, mal gucken, oder das Wolkentape, vielleicht setze ich das irgendwie hier noch in die Mitte mit rein. Ja, mal schauen. Aber ich fange jetzt erstmal mit dem unteren an. Dafür lege ich mir die wieder nebeneinander. Ich hoffe, dass das Licht einigermaßen gut ist. Das letzte Mal habe ich gesehen, dass ich die Lampe gar nicht gebraucht hätte. Aber gut. So. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen besser darin wird, beide Seiten gleichzeitig zu bekleben mit Washi-Tape. Und ich merke gerade, das ist hier irgendwie schief. Oh nein. Hast du das genauso wie ich, wenn das reißt und das von der Seite noch was mitnimmt? Mal gucken, ob es überhaupt noch hält. Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich kann das Ganze jetzt abschneiden und nochmal neu verwenden. Nochmal neu machen. Also muss ich die unteren, muss ich getrennt voneinander kleben.
Damit das jetzt so blöd die Seite kaputt gerissen hat. Gott sei Dank ist das etwas dickeres Papier, da ist das nicht ganz so schlimm. Ich lasse das hier jetzt trotzdem ein bisschen überstehen, dass die Seite festklebt. Und da natürlich auch. So, es war etwas schief, aber das ist egal. So, dann lege ich mir das hier wieder gerade hin einigermaßen. Das kommt da noch dazu. Kann ich jetzt dann da anpassen, dass ich wenigstens oben zusammen hinkleben kann. So, ist zwar jetzt ein bisschen schief, aber das ist mir egal. So, ziehe ich das ran. Und dann kommt oben das hellere hin. Ich habe mir jetzt eine Tageslichtlampe gekauft oder so mit ganz hellem, weichen Licht. Mal gucken, ob ich das irgendwie die Tage mal in eine Lampe bekomme. Ich habe irgendwo noch eine Lampe rumstehen. Vielleicht wird das da ein bisschen besser mit dem Licht. Weil das Fenster ist halt auf der Seite hier. Und da kommt es halt dann immer so ein bisschen heller rein und dafür aber auf der anderen Seite ein bisschen dunkler, weil da so der Schatten hinfällt. Und da sind die Lichtverhältnisse manchmal nicht ganz so toll. So, das wäre das. Und ich muss feststellen, das ist absolut nicht so überragend. Muss ich zugeben, aber gut, es wird sich zeigen, wie es dann zum Schluss aussieht, ob es wirklich so schlecht ist oder nicht. Vielleicht wird es ja gar nicht so übel, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, weil ich gerade finde es noch langweilig. Dann hätte ich das Blaue hier mit den Wolken. Jetzt überlege ich, ob ich mir das hier nicht einfach irgendwie in die Mitte setze. Da so ran. Und dann da oben aufhöre, aber. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich werde ja sehen, ob es mir dann zum Schluss gefällt oder nicht. Das ist total krumm. Auch da reiße ich mal wieder die Hälfte weg. Das ist echt schlimm. So, nochmal. Da mache ich mir jetzt einen Fleck noch rein. Einmal. So. Jetzt etwas gerade, wenn es geht. So, korrigieren kann man ja immer noch, wenn man so ein bisschen auf dem anderen Tape geblieben ist, aber wenn es zu kurz ist, ist es natürlich doof. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt immer überlegt, ob ich es auf der anderen Seite auch mache und da aber in die Mitte reinsetze, damit es nicht über die Löcher drüber geht. Dass ich da so hinsetze als Fleck so ein bisschen. Ich mache das jetzt auch einfach mal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Weil ich würde das jetzt echt doof finden, wenn die Wolken halt in die falsche Richtung gehen. Das ist überhaupt bei Motivpapier ehrlich oder bei Motivvorschlägen, nicht bei Papier. Finde ich das an sich eh recht doof, wenn das Motiv so ausgelegt ist, dass man es halt von oben nach unten irgendwie kleben müsste, aber das will man ja irgendwie meistens gar nicht, also ich zumindest nicht, und da finde ich das schon fast ein bisschen doof, wenn man dann quasi fast dazu gezwungen ist, das zu machen. So, jetzt überlege ich nur, ob ich, weil ich mich da doch ein bisschen verschnitten habe, ob ich da nicht noch mit einem schmalen Washi-Tape irgendwie raufgehe. Und das noch ein bisschen abgrenzt, dass dieser Übergang nicht zu sehen ist. Das ist immer bei mir sehr experimentell, das Ganze. Also das ist wirklich rein ausprobieren, gefällt es mir nicht. Wenn es mir nicht gefällt, kommt es wieder weg. Wenn es mir gefällt, darf es natürlich bleiben. So, nehmen wir mal. Muss ich natürlich von der Breite her gucken, dass ich nicht zu das über diese Länge gerade zu kleben ist auch nicht einfach. Da weicht es dann oftmals doch ein bisschen ab. Ich mache das jetzt erstmal auf einer Seite.
zusammen. Das schlägt in der Mitte irgendwie wie so eine Welle. Wie so eine Kurve macht das da, das Crochet. So, einmal. So. Oh, ich sehe gerade, bei mir ist halt die Spitze abgerissen. Gebrochen. Irgendwie von meinem Cutter. Muss ich mal eine neue Klinge reinmachen. Aber für jetzt geht's noch. So. Dann trenne ich, glaube ich, unten auch noch mit ein bisschen. Da, nee, da, ich glaube, da gehe ich mit einem schmalen Washi-Tape irgendwie so in die Mitte rein, um das noch ein bisschen abzugrenzen. Jetzt überlege ich nur von der Farbe her, welches da besser passt. Ob das wirklich ganz schmale so gut ist. Oder ich glaube das obere, das etwas breitere ist da fast besser. Und das passt so ein bisschen besser zu den Stiefeln und so und zu den Regenschirmen. So, geh ab. Hol ich euch mal wieder komplett ins Bild. Ich verpeile das manchmal. Ups, na toll, jetzt gerissen. Ich verpeile das manchmal so ein bisschen, dass die Einlagen so wieder in die Mitte zu schieben. Ja Gott, warum reißt denn das jetzt hier? Das bringt nichts, das reißt mir jetzt einmal hier komplett nur weg. Das macht gar nichts mehr. Das geht nicht mehr. Das reißt jetzt hier einmal dauernd weg. Gut, dann nehmen wir das nicht. Dann suche ich mal schnell ein neues. Moment. Ich hätte jetzt entweder das, das ist so ein bisschen heller. Das hat schon fast wieder so einen grünen Touch. Mag ich auch nicht so. Das Blau ist ein bisschen zu intensiv, glaube ich. Was habe ich denn noch? Ich habe noch das hier. Das da hätte ich noch. So, als einfach habe ich das andere. Ist alles ein bisschen zu hell. Oder zu Mintfarben. Und das mag ich ja auch nicht. Welches nehme ich denn da mal am besten? Oder ich schneide eins von den Breiten auseinander. Aber da gefällt mir auch nichts so richtig. Ich hätte halt noch das da. Gucken wir mal schnell, wie das farblich passt. Das geht ja auch noch, oder? Nehme ich das hier. Hätte ich die gar nicht suchen brauchen. Hätten wir mal früher geguckt, ne? Denn hätten wir uns das raussuchen sparen können. So, und das geht deutlich besser runter. So, und das setze ich einmal da wieder hin zum Notizen abtrennen. Aber nicht so lang, oder? Mache ich es von außen nach innen. Ich glaube, ich setze so rum diesmal. Ja. Und dann einmal wie gewohnt auch da rein. Ich mag das, wenn das immer so ein bisschen abgetrennt ist. Also wenn da die Seiten nicht so plan weiß sind, das mag ich irgendwie nicht so recht. Und dann brauche ich dann mal so ein bisschen Washi noch mittendrin. So, einmal eine Fleck. Und dann natürlich auch noch. Ups. Und Nummer zwei, ne? Geh ab. Oder lass es. Na, das machen wir auch schön. Das geht ja so nicht. So, das war eine etwas krumme Fleck, aber das ist nicht ganz so wild. Na, nicht schön, aber selten. So, ich glaube mit Washi-Tape reicht mir das jetzt so. Oder da unten noch. Ja, ich klebe jetzt erstmal, wobei das da unten finde ich so langweilig, wenn es nur eine Farbe ist. Wenn es nur so ein Washi ist, finde ich das doof. Gucken wir
würde mir dann da noch gefallen. Das da, glaube ich. Oder das. Schade, dass ihr jetzt nicht mit mir reden könnt. Dann könntet ihr mir nämlich sagen, welches ihr besser findet. Wobei das hier schon sehr dem Ton von dem Blau hier entspricht. Das, glaube ich, gehe ich doch lieber mit dem etwas helleren. Probieren wir es einfach mal aus, wie das dann aussieht. Ich kann es ja nochmal abziehen, wenn ich es nicht mag. So. Das lasse ich wieder ein bisschen überlappen, nicht viel. So. Ja, das schaut doch schon anders aus. Irgendwie gefällt mir das so besser. Ist ein bisschen runder, sage ich jetzt mal, von dem Ganzen. So, da die Wochendeko ja Rainy Days heißt, brauchen wir eine Regenwolke oder überhaupt eine Wolke. Und da bietet sich die hier, die zwei hier zum Beispiel an. Die finde ich ganz hübsch. Und die klebe ich mir jetzt da oben hin. Weil da oben, von oben kommt ja der Regen, ne? So. Und das kann ich ja ruhig so ein bisschen... Kann ich auch so überlappen lassen ein bisschen. Und die müssen auch gar nicht so gerade sein. Ja, und da drüben könnte ich auch noch eine hin. Entweder klebe ich da jetzt so eine hin. Ich mache da auch so eine, weil damit es ein bisschen einheitlicher bleibt, weil das vom Stil her doch ein bisschen anders ist. Gefällt mir das dann, glaube ich, nicht ganz so gut. Und die kommt da einfach hier so drüber. So. Zum Regen gehören natürlich auch Regentropfen verschiedenster Art und verschiedenster Farben und die kleben wir jetzt einfach da mitten rein. Regentropfen, glaube ich, sind das jetzt erstmal genug. Dann geht es nämlich mal weiter mit Regenschirmen. Und Gummistiefeln und auch ein paar Blumen, weil meistens ja bei Regen die Blumen nochmal ganz gut wachsen. Ja, und da nehme ich jetzt einfach mal so einen etwas kleineren hier, weil der, glaube ich, ganz große wäre nicht so toll. Und das Ganze wird echt blaulastig, aber gut. Das tun wir jetzt einfach mal da runter. Dahin, dahin, dahin. Machen wir es dahin. So. Und so einen ganz kleinen packen wir da auch noch irgendwo mit rein. So. Und dann nehmen wir noch so einen anderen kleinen blauen. Der kommt dann auf die andere Seite. Gerne auch etwas schräg. So. Auch wenn jetzt die Tage teilweise total zugeklebt sind und kaum noch was reinpasst, glaube ich, gefällt mir das trotzdem ganz gut. Ich werde jetzt auch noch ein paar Gummistiefel mit hin verteilen. Weil natürlich braucht man bei so schlechtem Wetter auch entsprechende Schuhbekleidung, damit das Wasser nicht überall reinschießt. Und das wäre nämlich nicht so toll. Die kann ich jetzt dann, glaube ich, auch ruhig ein bisschen schief kleben. Und die Blümchen, die gut blühen bei dem Wetter, kommen auch noch mit rein. So. Da hätten wir zumindest ein bisschen farbliche Abwechslung. Farbige Abwechslung so rum. Setzen wir da hoch. Und dann darf noch eine rote mit rein, damit es wirklich ein bisschen abwechslungsreicher wird von der Farbe. So. Will ich noch irgendwo Farbe drin haben? Ja, will ich. Das ist nämlich immer noch ein bisschen zu blau, ehrlich gesagt. Da habe ich ja schon eine rote. Setze ich einfach da noch daneben. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch mit einem
schmalen roten Washi-Tape irgendwo mit reingehe und da noch so einen farbigen Akzent setze, damit das nicht ganz so verloren ist. Ich guck gerade mal, was ich an roten Washi-Tapes habe. Oder so orange. Das ist so orange. Ich glaube so orange-rot. Da ist nochmal so ein... Das da ist, glaube ich, gut. Wenn ich mir das jetzt noch ein bisschen schmaler schneide, passt es noch viel besser, glaube ich, weil sonst ist mir das ein bisschen zu breit. Falsch. Die Unterlage brauche ich. So. Ich klicke mir das jetzt einfach mal so da drauf. Und ungefähr die Hälfte nehme ich mir. Nein, nicht die Hälfte, das wäre zu schmal. Das ist schief. Ich reiße mir das jetzt hier mal ab. So, dann kann ich das vielleicht etwas besser kleben. Wenn sich das dann nicht immer so doof rollen würde. So. Das passt auch ungefähr. So. Und das schneide ich jetzt hier entlang der Linie. So. Immer wenn ich mich konzentrieren muss, bin ich sehr leise. Deswegen rede ich dann immer auch nicht viel, wenn ich dann gerade sowas schneide. Dann mache ich mir direkt eine Fleck rein. Ups, das war nix. So ist besser. So auch keine hübsche Fleck. Ja, doch, es geht. Und ne, lass mich los. Dann schneide ich da einfach ab und kreide mir dieses kurze Stück und setze mir das da noch mit drauf. Hoffentlich kriege ich die Blume hier noch ein bisschen runter. Ja. Eventuell ragt das nämlich sonst da drüber. So. Das ist zu kurz. Na Gott. So. Mehr muss es gar nicht haben. Dann ist es nämlich etwas aufgelockerter, noch etwas gelockert. Das sind Wörter. So. Das wäre dann irgendwo gut. Das machen wir ein Stückchen. So. Ich glaube, jetzt habe ich es verhunzt. Probieren es. So. Ja, mal gucken, ob ich das nochmal gut geklebt kriege. So. Ja. Soll es kleben? Ja, das ist doch okay. Damit kann ich doch leben. So. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, voller würde ich es eigentlich schon gar nicht mehr machen wollen, weil sonst ist es irgendwie ein bisschen zu voll. Ich schneide das jetzt hier wieder auseinander und schneide die Ränder ab vom Washi, was auch übersteht. Runde die Ecken noch ab. Und dann glaube ich, war es das sogar schon wieder. Das war auch eine sehr schnelle Wochendeko eigentlich. So. Da unten noch. Und da in der Mitte noch auseinander. Dann glaube ich, habe ich. Nein, da drüben die überstehenden Reste noch. So. Muss ich nochmal mit der kleinen Schere ein bisschen nachschneiden, glaube ich. Ich nehme ein bisschen falsch reingeschnitten.
So, ist zwar ein bisschen krumm, aber da steht ja auch noch ein bisschen Washi über. Also man merkt, ich habe die Einlagen bekommen und die wurden auch selber ausgedruckt. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn das so ein bisschen schief ist und ein bisschen krumm ist. Es ist halt, ja, selbst gemacht. Ich habe auch mir meine Einlagen für das nächste Jahr schon selber rausgedruckt. Und die sind auch ein bisschen krumm geworden, aber mein, das ist halt so. Dafür ist es selbst gemacht. Ich mag das Geld nicht ausgeben, um mir die drucken zu lassen und schneiden zu lassen. Ich mache das dann lieber selber. So, jetzt muss ich noch, wo ist denn mein schicker neuer Einpacklocker? Da wollte ich mir nämlich die... Da muss ich noch, ich wollte nicht, ich muss noch die Löcher hier frei machen. So, einmal. So. Dann... Mehr Löcher zum Freimachen habe ich nicht. Nein. Dann holen wir uns den Planer zurück. Ja. Und dann sind bei mir die Rainy Days eingezogen in den Planer. Passend zum Wetter draußen wird es bunt regnerisch blau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keins mehr von meinen Deko-Videos. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten. Ciao!